Jelis Kotsch beweist ihre Menschenkenntnis. Die einstige Bachelor-Kandidatin datet derzeit in ihrer eigenen Show namens Make Love, Fake Love. Doch nicht alle Boys haben ernste Absichten mit ihr. Manche gehen als vergebene Kandidaten rein. Sie versuchen Jelis zu täuschen, um am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro einzusacken. Die Freundinnen schauen dabei gespannt zu. Diesem Teilnehmer kauft sie das Single-Dasein aber jetzt nicht mehr ab. Marco muss die Villa verlassen. Und tatsächlich ist er vergeben. Seine Partnerin Christina läuft ihm lächelnd entgegen und die beiden schließen sich glücklich in die Arme. Aber auch Jelis ist froh, denn so kommt auch sie dem Preisgeld und der wirklich wahren Liebe näher.